Moin, heute geht's für einen kurzen Trip nach Bonn. Ich überlege gerade, wo das hier auf der Karte ist. Das ist Köln und Bonn ist irgendwo hier unten, habe ich. Ja, aber bevor ich das Haus verlasse, doch nochmal fix Wäsche ansetzen. Der Vorteil, wenn man nur schwarze Klamotten hat oder dunkle. Gibt keine Trennung. Das größte Problem ist wohl die weiße Hose von Karneval. Scheiße, die muss ich echt irgendwann mal waschen. Und das krasse Ding ist, da wir in Köln sind und das Wasser extrem kalkt, musst du extra nochmal so ein Ding reinpacken hier. Waschmaschinen leben länger mit. Oh, 800 reicht doch auch zu hier. 40 Grad sollten auch zu reichen. Dann hoffe ich mal, dass ich in 2 Stunden 19 wieder zurück bin. Und so sieht der typische Platz aus, wenn man nicht Karneval ist, ey. Komplett leergefegt. Das krasse ist, eigentlich würde ich überall mit dem Bus bzw. mit dem Auto hinfahren. Aber da Bonn der Metermarkt wirklich so in der Stadt ist, werde ich mir jetzt noch fix das Bahnticket von Alex holen und dann mit dem Zug fahren. Ich liebe die Deutsche Bahn. Nicht. Und warum überhaupt nach Bonn? Und zwar habe ich mir die Mavic vorbestellt. Seit Ewigkeiten warte ich ja schon drauf. Und die ist soweit überall in Deutschland irgendwie ausverkauft. Kommt das später rein. Und in Bonn habe ich halt noch eine gefunden, die zurücklegen lassen. Und will ich mir dann heute endlich abholen. Mann, bin ich keen. Eigentlich bin ich echt kein Gearhead mehr, aber das Ding kriegt mich noch echt ein bisschen feucht. Gut, deswegen auch der lange Weg. Und ich muss sagen, das Wetter ist so krass gut, ey. Ich bin schon fast zu warm angezogen. Gut, endlich bei Alex angekommen. Boah, close call. Immer auf Gleis 4 am Zürbicher Platz. Weil da ist die Straße. Gut, ich bring's dann jetzt wieder gleich rum. Bis dann, danke dir. Okay, das Bahnticket habe ich jetzt, dank dir Alex. Fühlt sich ein bisschen an wie damals bei meiner Oma, wo ich immer die Monatskarte abgeholt habe, wenn ich in die Stadt fahren wollte. Ja, mal gucken, ob ich mich jetzt zurechtfinde. Gleis 4 hat er gemeint, alles Gleis 4 fährt nach Bonn und das andere geht irgendwie nach Mitte. Scheiße, ist das nicht der Zug theoretisch schon? Ich komme jetzt bitte schon auf die andere Seite hier. Ach, ich hasse die Deutsche Bahn, ey. Irgendwo da. Oder da lang, ey. Hat keine Ahnung. Nein, gibt es keinen vernünftigen Übergang hier. Ach, fuck it, keine Ahnung. Ach, Gott sei Dank, Deutsche Bahn. Ich suche da drüben, helfen ungemein beim Doch hochkommen. Falls man doch mal in die Ritze fällt. Jetzt weiß ich bloß trotzdem noch nicht, welches Gleis das denn ist. Weil da nichts dran steht hier. Hey, und das war tatsächlich wirklich gerade mein Zug. 11.38 Uhr, das heißt in 30 Minuten kommt erst der nächste. Obwohl, stand der Zug gerade da oder da? Keine Ahnung, das heißt jedenfalls warten. Perspektive ist irgendwie scheiße. Gier? Da ist ein fucking Matter. Also der Überzeugung bin ich mittlerweile immer mehr und mehr. Jetzt hast du zum Beispiel, ach, was war's, die WMC in Barcelona, diese Mobiltechnikmesse. Hat da so ein neues Telefon vorgestellt, was 4K oder 720p mit 960 Frames aufnehmen kann. Was mir halt auch wieder zeigt, du brauchst bald keine Slow-Motion-Kamera mehr, um überhaupt noch irgendwelche Sachen groß aufzunehmen. Diese ganze Technik, die damals relativ schwierig zu bekommen war, bekommst du heute einfach in deinem Telefon.
Und das ist auch ein Grund, warum ich Technik jetzt mittlerweile gar nicht mehr so wichtig erscheine. Es ist halt ein Mittel zum Zweck. Und Drohnen ist halt deswegen geil, weil man einfach noch ein paar andere Blickwinkel erreichen kann. Was los, Pigeon? Ja, deswegen Story. Und das ist eine Sache, worauf ich mich jetzt gerade konzentriere. Oder mehr möchte. Okay, das kann man gerade nicht wirklich auf die Deutsche Bahn schieben, sondern da war ich einfach zu doof. Und zwar ist es Haltestelle Erftstadt. Weil es mir komplett wirr vorkam. Denn Erftstadt ist irgendwo westlich von Köln und Bonn ist südlich von Köln. Das heißt, ich bin gerade echt die ganze Zeit mit dem falschen Zug gefahren. Ah, oh, fuck, Alter, nee. Ah, fick die Henne. Ohne Mist, das ist echt. Mann, ey, ich guck gerade auf die Uhr, 38 sollte eigentlich die Bahn kommen. Und dann wundere ich mich, jetzt ist 45, das heißt 7 Minuten Fahrzeit, das hat nicht ganz gepasst. Oh, fuck, ey. Ja, das heißt jetzt irgendwie wieder zurückfahren. Oh, Mann. Und dann irgendwie den richtigen Zug nach Bonn. Ach Mann, ja gut, ich habe auch mich selber geguckt. Also ich kann niemanden verantwortlich machen, außer mich selbst dafür. Ich Dämlack. Und da kommt tatsächlich gerade ein neuer Zug an, ey. Den werden wir doch gleich mal nehmen. Zurück nach Köln, gut. Jetzt Kinder. Lucky me, ey. Gott sei Dank muss ich nicht noch ewig in der Einöde warten. Köln Süd, mal wieder meine Haltestelle. Jetzt hätte ich so. In 3 Minuten, wenn die alle halbe Stunde kommt, könnte ich die wieder drüben nehmen. Bahn, Hauptbahnhof, das müsste nicht mehr der richtige sein. Ne? Willkommen in Bonn nach 1,5 Stunden. Okay, da ich mich jetzt ungern nochmal auf den Zufall verlassen möchte, wo denn der Metemarkt ist, es hat seinen Vorteil, wenn man einfach mal sich treiben lässt und auch mal den falschen Zug nimmt, statt immer die Technologie dafür überzulassen. Ja. Irgendwo hier in der Mitte muss der Metamarkt sein. Okay, ich war bisher einmal mit Alex in Bonn und da musste ich feststellen, dass der Verlierer der Wende nicht der Osten ist, sondern ganz eindeutig Bonn. Die Stadt war echt tot. Es gibt halt nichts, was Bonn wirklich toll kann, außer ja, dass es halt mal Regierungssitz war. Aber man sieht es auch wieder, ey, alter Schwede, Bonn ist echt tot. Wir reden hier gerade vom Hauptbahnhof von Bonn und der sieht aber echt mega verlassen aus. Ey. Holy fuck, aber immer das Wetter ist geil. Okay, 6 Minuten zu Fuß, das schaffe ich doch. Also so beschissen
das Hauptbahnhof heraussieht, die Innenstadt ist doch sehr belebt. So, hier haben wir schön den Bahnhof. Hier bin ich jetzt gerade und da ist der Metamarkt. Aber so ein crazy nice Architecture hier. Eines der wenigen Wahrzeichen von Bonn. Tour, Bonner Tour oder irgendwie sowas. The end of my journey. Hopefully. And he is in. Da. Also gut ausgeschüttet ist es ja. Nein. Hi. Ich wollte bloß eine Bestellung abholen. Genau. Gut, Rechnung habe ich auch hier. Spielzeug, sehr schön. Genau das ist es. I get it. Normalerweise würde ich vielleicht noch länger in der Stadt bleiben. Aber ja, Bonn muss jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt geht's irgendwie bei Tageslicht, wirkt noch ganz niedlich. Abends war hier gar nichts los. Und ich habe das, wofür ich hergekommen bin. Jetzt geht's wieder zurück nach Köln, damit Alex sein Ticket zurückbekommt und ich endlich das Unboxing machen kann. Ja.